der noch ein bisschen auf seine Wertung warten muss. Ich muss Ihnen sagen, die Wertung geht aus meiner Sicht in Ordnung. Auch wenn man Aurelia mag, aber es fehlte dieser Übung einfach das gewisse Etwas und auch die akrobatischen Teile waren nicht ganz in Ordnung. Nächste, die Daniela Silivasch noch mit einer 10 gleichkommen könnte. Svetlana Vagenskaya aus der Sowjetunion mit einer eigenwilligen Bodenübung. Also wenn Sie mich fragen, war das auch eine 10. In den akrobatischen Teilen mindestens, wenn nicht noch stärker als Daniela Silivasch. Schauen Sie hier. In den gymnastischen, tänzerischen Teilen, im Ausdruck, im Entfalten der Persönlichkeit auf der Turmfläche bleibt das immer eine Geschmackssache. Und der Schluss der Übung, schnelle Bahn, Salto vorwärts, Flickflack und die Doppelschraube. Svetlana Vagenskaya. Es gab übrigens ein Küsschen zwischen Daniela und ihr. Ja? Ja? Warum eigentlich keine 10? Also zwei Kampfrichterinnen der 6 müssen da ausgeschert sein. Und sie hat recht, wenn sie den Kopf schüttelt. Sie hat recht. Ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen Gerechtigkeit müsste bei einem solch unwichtigen Wettkampf, sage ich jetzt mal, wie dem DDB-Pokal, einfach da sein. Es